Peace, Leute, und was geht ab? Heute spielen wir eine Only im Auto Challenge. Das heißt, wir looten uns mit Waffen voll, suchen uns dann ein Auto und müssen dann bis zum Ende der Runde überleben. Sollte unser Auto in Flammen stehen, dürfen wir es verlassen und müssen schleunigst in ein neues Auto. Wenn wir es nicht schaffen, ist schlecht. Wenn wir es schaffen, sind wir die coolsten. Und wir sind heute zu dritt. Und zu wir gehört Micha und Robert und Gogge. Genau. Und wir haben uns so gedacht, wir gehen die Challenge an und hoffen das Bestmöglichste. Wir werden mal gucken. Erstmal ein bisschen looten, dann schauen, ob es hier auch Fahrzeuge gibt. Aber in dem einen Geschäft gab es auf jeden Fall... Hier sind Fahrzeuge. Ich sehe schon welche von oben aus. Ein Fahrzeug. Gut, da werden wir uns erstmal schnell hier... Munition und Waffen und alles so organisieren. Und dann geht das los. Also wir dürfen das Auto, wie gesagt, dann auch nicht mehr verlassen. Das heißt, alles, was wir nicht gelootet haben oder vergessen haben, das können wir dann halt vergessen. Das können wir halt vergessen, ja, weil geht da nicht mehr. Bräuchten wir, glaube ich, sehr viel Muni. Oder halten wir kurz an zwischendurch? Und ja, darfst du ja nicht ins Auto. Ja. Wir können höchstens über Munition, drüber fahren oder so. Das würde gehen. Deswegen. Naja, wenn wir uns aus dem Auto rausgehen, dann kann man ja bestimmt mit einigen Sachen interagieren. Wir dürfen ja nur aus dem Auto raus, wenn es kaputt ist. Wir dürfen das Auto nicht verlassen. Ich spreche ja, wenn man so aus dem Auto sich rauslehnt und schießt. Dann kannst du ja auch mit anderen Objekten, halt Waffentausch oder so, kannst du ja auch interagieren. Das gibt ja auch. Ja, dann ja, du darfst es halt nur nicht verlassen. Wie du dir deine Waffen und Muni organisierst, ist dann egal. Wenn, solange du das Auto nicht verlässt, ist es völlig Rille. Das stimmt. So, hier ist irgendwo noch eine Kiste. Hier hinter. Nemesis Sturmgewehr. Ich habe mir eins gekauft, ich Dämlack. Und es ist das gleiche mit Holovisier. Und ich glaube, hier drüben beim Parkplatz ist das, wonach wir suchen, genau. Ja, ja. Sehr gut. Werden wir mal hier. Okay. Das heißt, demzufolge. Ach, hier ist die Truhe. Okay, Entschuldigung. Müssen wir dann auch noch eine Tanke dann suchen? Ja. Wäre zum erhöhteren Hotel. Ja. Jo, warte mal. Ja. Aber wie tanken wir dann? Ja, das theoretisch müsste es ja so klappen, dass man halt auch da rankommt. Also ich weiß nicht, ob du halt so agieren kannst, also interagieren kannst oder nicht. Naja, du musst dann aussteigen bei der Tanke, oder? Naja, aber du fährst das Auto, ja. Und somit brauchst du ja... Naja, gut. Aber zum Tanken? Ja, da, wenn wir das so klären, dann ja, dann machen wir das. Weil das hat nur 74%. Okay. Was steht da nicht? Ach nee, da stehen nur zwei an. Dann beginnt die Challenge erst, wenn alle drin sitzen. Ja, okay. Also Zuschauer, holt euch noch was zu snacken, was zu trinken, bis es dann abgeht. Ich würde einmal kurz nur. Ja, ich das okay. Okay. Ich sitze. Schön. Ach, da oben war eine blaue Pump. Na gut. Pump habe ich nicht. Dann beginnt die Challenge jetzt. Also, wir haben gesagt, Tanke geht klar. Alles andere ist schlecht. So, aber ein Gegner. Wollen wir die fetzen oder? Ja, da sind sie doch schon. Wie komme ich denn?
Ups. Okay, das wäre dann jetzt so, wenn wir merken, das Auto hat dann bald nicht mehr viel. Hier ist keine Möglichkeit. Ich guck mal, wo eine Tanke ist. Das war schnell einen Wechsel machen. Hier ist eine Tanke. Jawohl. Halt, warte, ich kürze mich nicht. Ich bin aus Versehen. Ja, hier ist die Tanke. Genau zurück. Aber hier ist kein SUV. Wir könnten höchstens weiter vorne noch mal gucken. Ich glaube, da könnte auch immer noch ein Auto stehen. Oder stand so, noch. Hier, komm, ich zeige. Ja, tanken würde gehen. Micha tankt auf die Hütte. Ja, 683 Leben, das geht schon. Guck, ich hab's Auto nicht verlassen. Ja, aber wie gesagt, zum Tanken geht's ja sehr. Oh, bin ich Fahrer? Okay. Yes. Das ist ja egal, wer fährt, oder? Ja, nee, ich guck, ist nicht egal. Frage hat sich alleine mal vorstellen. So. So, wo wollt ihr denn hin? Soll ich? Ich würde bevorzugen, dass wir uns ein stilles Plätzchen suchen, wo wir die Gegner halt oder weiß ich, wir können auch rein in den Fight, das ist natürlich, was die Zuschauer ja sehen wollen. Deswegen. Ich fahr mal mittig jetzt so der Zone. Ja, fahr mal und dann wer kommt, der kommt. Und wer geht? Der geht. So sieht's aus. Problem ist halt, wie der visiert. Ich habe hier dieses Scharfschützen. Bis hier oben auf meiner AK. Mhm. Das ist halt. Wenn ich rauszoome, also ich rausziehen will schon bereits. Und den Scott hat so ein leckeres Kupplet. Oh, das Auto brennt. Okay, dann müssen wir jetzt. Ausnahmsweise ah. Oh, da ist noch einer. Jawohl. Oh. Okay, gelaunt. Niemand snackt noch auf mich. Hilfe, ah, da kommt noch ein Team. Oh ne, oder? Ich bin fast down. Muss man hier aus dem Schusslinie. Ich kann nicht raus. No! Nein! Micha! Das war nicht hinterm Baum. Also so ein Baum. Ach, so ein Baum. So ein Auto hält nicht viel aus. Ja, das ist aber das Problem, weil die vorher schon auf uns geschossen haben. Ich organisiere jetzt einfach ein neues. Ja. Die schießen auch. Ja, ja. Robert ist auch noch da. Aber hier ist kein SUV. Haben die es bald? Oh, Alter. Puh. Soll ich so schnell wie es geht nachladen? Die verfolgen dich, ne? Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Nee, ich meine Gockel verfolgen sie. Achso. Der ist auf der Brücke. So, okay, du musst nicht rum. Ich bin gleich weg. Nein, bist du nicht. Oh, komm hinter Baum, hinter Baum. Jawohl, geschaut. Hast du irgendwas zum Heilen? Ich, so ein paar Bandys und einen kleinen Dings. Okay, gut. Ich schnapp mir gleich die Bandys. In der kaputt? Kaputt, das habe ich noch nie gesagt. Ja. Also ja, Inner ist down. Hier, ich habe hier 3-4 Leute erledigt. Das wäre vielleicht ein Vorteil, wenn wir uns. Micha, ich habe hier diese Splash-Dinger. Komm mal kurz her. Also hier diese. Warte, hier liegt doch Blut. Wo wir alle Platten. Ja, aber. Die sind immer noch da, ne? Wir, also ich habe einen gedownt von dreien. Ja, ja, alles bewusst.
Und da drüben ist der nächste. War. Ja, dann gibt's gleich 2.0. Ich schieße hier von allen Seiten. Ja, mach die Taschenlampe aus, da sag ich dir. Botti hinter uns. Das ist doch nicht normal. Was ist denn los heute? Aber so viel, das ist doch nicht normal, oder? Nee, du machst es nicht, aber. So, jetzt hab ich. Ich nehme mein Dings. Ja, liebe Zuschauer, Auto Challenge noch im Pause-Modus. Wir hätten da schon mal eins. Hier müsste. Moment, ich guck mal rüber. Ja. Da drüben liegt, steht ein zweites. Dann müssten wir gucken, dass wir bis zum Boot kommen. Schnellster Weg wäre aber jetzt nicht die Seilbahn tatsächlich. Zu der Markierung? Ja, ja, genau. Also nicht da die rechts, sondern die auf der Brücke. Die zwei Smash 3 Smash. Ja. 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 Dann laufen wir doch an der Brücke hin. Okay, Leute. Auto Challenge beginnt jetzt. Wenn Botti jetzt noch übelst Bock hätte. Botti, komm jetzt, ey. Wie langsam willst du bitte laufen? Das sieht aus, als ob der einen Zeitlang beläuft. Ja, was ist mit dem? Warum ist der like das? Und dann sitzt er nach vorne. Gibt dir wieder schlaue Tipps wie: nicht so schnell. Links ist frei. Und dann bumm, Unfall. Zack, Unfall. Du musst blinken. Genau. Du hast den Blinker vergessen. Hier ist hast du dem die Vorfahrt genommen? Genommen. Warum hat der jetzt gehupt? Ja, den kenne ich. Arbeitskollege. Das war ich. Aber außerdem tatsächlich. Ach, das ist schon wieder. Ich wollte markieren. Aber hab es nicht ganz so gekriegt, weil ich auch über Maps hatte. Markiere, und bin halt gleich auf die. Schusswasser, komm. Das war der Tisch. Ey, da unten ist wieder so übelst was los. Down. Shit crack. Down. Guck mal, Leute, wie viele kleine Schäfchen da sind. Eigentlich war es dumm mit dem Bot. Sniper von rechts. Wie so ein Einsiedlerkrebs, der dann sich zurückzieht. Oder wie dieses Meme, weißt du, wo so Homer Simpson so Busch ist, wo der dann so in den Busch zurückgeht. So sah das gerade aus. Okay, naja, Fetzerei angefangen und dann einfach. Soll die doch mal. Oh, ja, ich habe einen süß mitgegeben. Ich kann nicht zielen, der Bot ist. Die schießen aber auch gut. Oh, da ist Dings. Oh no, here we go again. Er sind ja nicht von hier gekommen, nee. Das ist auch eine andere Brücke, alles gut. War hier nicht irgendwo diese Mühle? Da steht auch meistens noch ein Auto, ja. Dann könnten wir das Auto wechseln. Ja. Geradeaus steht ein Auto. Hier hoch, geradeaus darüber. Hier so, ne? Also links, links, da steht ein SUV. Genau, eine Tankstelle wäre dann geradezu nochmal. Ja, Wolski, seht ihr Leute, so muss das gehen. Autowechsel, Zackedudel, Rinder. Und Botti, sehr schnell. Wo war die Tank? Hier rechts? Ja, genau, jetzt geradeaus runter die Straße.
Hier. Ja, über die Brücke, ja, über die Brücke. Alles klar, ja. Machen wir so. Ah, ich sehe sie. Aber mit Obacht genießen, denn von links nach gefahren. Ach, guck mal, hier wäre auch ein Auto gewesen. Robert, noch besserer Trick wäre es gewesen, wenn du vorher das Preisschild zerkloppt hättest, dann hätten wir nicht bezahlen müssen. Dann hätten wir sagen können, da stand kein Preis, wir dachten, das ist gratis. Ich habe gesagt, wir kommen wieder und zahlen das noch raten. Sie können halt raten, wenn sie was kriegen. Richtig. Wir machen Marionettenzahlung. Unsere Zahlung hängt am seidenen Faden. So, Leutchens, wir kicken mal. Jawohl, noch drei gegnerische Trios. Eins davon war hinter uns oder ist auf dem Weg zu uns. Oder auf der Insel. Ja, ich sind auf dem Weg zu uns. Die kommen. Das ist aber nett. Ich sehe sie schon. Ja, ich auch. Und wenn die nicht zu uns wollen. 61er. Oh, ich kann nicht schießen. Was ist mit dem hier? Ich muss meine beste Waffe nehmen. Oh nein! Raus! Der eine ist. Oh, oh, ich brenne! Ich habe alles gegeben, Botti! Nein! Ah. Wow! Boah, das hätte ich nicht gedacht. Hat der mich auch noch erwischt? Der krabbelt jetzt rum, ich krabbel rum. Ach nee, da ist noch ein zweiter. Der hier krabbelt. Wo wirft der Granaten, der Esel? Ey, jetzt gibt's doch gar nicht. Ich schaffe es. Nee, alles gut. Schmeißt du mich den Berg runter. Nein! Micha! Nein, wirklich jetzt? Ich hab mich den Berg runter. Ey, ich wollte aus der Zone ausschmeißen. Ich hab mir einfach den Berg runter. Okay, aber wir kommen hier runter. Was soll ich sagen? Ich will ja nicht sagen, ich hatte eine Krone und ein Medaillon eingesammelt unterwegs. Micha, kannst du mal gucken, ob es da irgendwo einen Neustartposten gibt? Nein. Ja, na, doch hier. Ich hab's verkehrt. 300 Meter? Knapp. Ey, die rosane Markierung, ist das? Ja, ja. Was, die da links? Nein, die rosane. Jetzt, rosa. Ne, die ist jetzt. Entschuldigung, ist in der Zone. Nee, hier, ich wollte sagen. Rosa. Ihr seid zu Lilan gelaufen. Die habe ich nicht gesetzt. Ich habe eine rosane. Lauf! Die Zone hat übel Späne schon. Ja, ich weiß. Das wird bei mir schon richtig eng. Ich muss Bandage. Die Bandy. Wo ist eng? Komm schon. Nein, warum brichst du ab? Ach, der ist auch schon hier. Das bringt mir doch nichts. Ich schaff doch, das nicht. Doch, du schaffst es. Was jetzt so? Motivation. Na, wir müssen mal. Hey, hey. Oh, der hat abgebrochen. Nein. Oh, gut, warte. Oh, hier sind schon. Hier sind welche am Fighten. Ach, ich flieg direkt zum Fight. Ich flieg auch direkt zum Fight. Nein, nicht hoch. Na, hier sind doch alle. Das war's. Oh Mann, ey. Hier sind alle Teams versammelt, wo ich hingeflogen bin. Okay, Leute. Eine leicht katastrophale Auto-Challenge endet mit Platz 3. Besser als gedacht.
Ja, Micha, weiß ich nicht, Micha wird kein Bergsteiger mehr. Der hätte sich auch mal am Berg festhalten können. War leider nicht so, aber wir haben das Bestmöglichste gegeben. Wir haben auch den Kampf nicht gescheut. Deswegen Likey dalassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren oder sehen wir uns beim nächsten Video. Danke Jungs, dass ihr dabei wart. Gerne. Und tschüss. Tschüss.